Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode von Flohmarkt-Schnäppchen eines Nerds im Jahr 2018. Ich bin der Celi und das hier ist die Sendung, in der ich euch in unregelmäßigen Abständen regelmäßig meine Flohmarkt-Schnäppchen präsentiere und das auch im Jahr 2019 weitermachen werde. Ja, Winterszeit, die meisten hören auf Flohmärkte zu gehen. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich so oft auf Flohmärkte gehe wie nie zuvor, was aber nicht heißt, dass ich da irgendwie mehr finde. Muss nicht unbedingt daran liegen, dass die Flohmärkte so schlecht sind, sondern vielleicht hat sich meine Einstellung gerade so ein bisschen geändert und ich nehme die unbedingt alles mit. Wie dem auch sei, ein paar Sachen habe ich dann doch in den letzten Wochen mitgenommen und die präsentiere ich euch jetzt im Folgenden. Angefangen von meinem Heim- und Hausflohmarkt in Hahn, dem Hallenflohmarkt, wo ich quasi wöchentlich am Samstag drüber schlendere, was den Grund einfach hat, das hat sich bei mir im Alltag einfach angeschlichen. Ich gehe samstags immer einkaufen bzw. fahre meine Eltern zum Einkaufen und auf dem Weg dorthin schauen wir dann immer auf diesem Hallenflohmarkt vorbei. Zu 99% finde ich da nie was, weil es meistens auch immer die gleichen Verkäufer sind, die das gleiche anbieten, aber man geht halt mal drum und hört sich mal die lustigen Geschichten irgendwie von den Leuten an. Da ist auch immer so ein älterer Herr, der spielt Akkordeon und ab und zu kriegst du ein lustiges Gespräch mit. Eigentlich sind das die Hauptgründe, wieso ich auf Flohmärkte gehe. Leute sehen, beobachten, Sachen mir angucken, die ich vielleicht auch nicht sammle oder kaufen würde, aber die Kuriositäten begeistern mich immer. Wie dem auch sei, ich war lange nicht mehr da. Die machen halt auch immer eine Sommerpause und ich glaube, das war so das erste Mal seit der Sommerpause, dass ich es geschafft habe, dahin zu gehen. Weil irgendwann gerät das auch in Vergessenheit. Klar, gehen wir immer noch einkaufen, aber es steht halt nicht mehr auf den Tagesplan, unbedingt da vorbeizufahren. Und was habe ich da gefunden? Diese tolle, tolle Allfigur. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Fabrikat das ist. Ich glaube, das ist Simba. Die hatten so eine Linie mit so kuscheligen Tierchen, also dieser Alf, der ist null problemo, der ist beflockt, also der ist so weich beflockt und die hatten so eine Serie an Tieren, so Hasen, Eichhörnchen, was weiß ich auch immer, mit Möbeln und Häuserchen. Die waren immer so ganz niedlich und ich glaube, die haben auch DuckTales-Figuren rausgebracht, also hier Quack den Bruchpiloten, Dagobert Duck, kann ich mich daran erinnern, die mal gesehen zu haben. Oder da den Düseltrieb, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall aus dieser Linie müsste dann auch dieser Alf stammen. Also kommt von der Größe und halt von der Macher dieser Beflockung halt hin. Mir gefällt jetzt unbedingt jetzt dieser Anzug nicht so. Obwohl null Problemo, der ist so schlecht, dass der wieder gut ist. Vielleicht ziehe ich den ab, kann man hier hinten machen. Da läuft der Alf herum, wie J ihn geschaffen hat, ne? Und ja, die Verkäuferin wollte 4 Euro für diesen tollen Alf. Ich habe dann trotzdem gehandelt und diesen Alf für 3 Euro mit nach Hause genommen und ihm ein neues Zuhause gegeben. Alf, null Problem. Ja, und am gleichen Tag habe ich an diesem Flohmarkt dann tatsächlich noch einen Fund gemacht. Ja, Skurrilität an Videospielen. Ich bin immer sehr fasziniert von diesen Raubkopien im Sinne von diesen Compilations, diesen komischen Zusammenstellungen. Das ist auch so ein bisschen wie Rubbellose kaufen, muss man sagen. Ne? Also meistens sieht man eine Niete, weil das dann immer heißt, ja, 500.000 Spiele in einem. Wow, was für ein guter Deal. Meistens sind es dann maximal 10 verschiedene und der Rest sind dann halt so Levels, die sich wiederholen oder einzeln rausgearbeitete Level. Trotzdem hatte ich auch manchmal Glück mit diesen Dingern, also gerade für so einen Game Boy Advance, einen Game Boy nicht unbedingt, aber an dem Tag hatte ich gute Laune und wollte so ein bisschen quasi das als Glücksspiel rubbellos mitnehmen. Also meistens hatte ich dann Glück eben für einen Mega Drive oder also es fing glaube ich bei den 16-Bit-Konsolen an interessant zu werden. Und hier bei diesen Gameboy-Modulen für den alten Gameboy hast du meistens halt immer die gleichen alten Spiele. Super Mario ist immer drauf, Dr. Mario ist immer drauf. Und oft findest du, wie hier, Turtles 3 ist meistens drauf. Und meistens sind es dann halt auch oft japanische ROMs. Das sieht man halt auch an der Schrift oftmals. In dem Fall habe ich jetzt, ich möchte nicht von Niete reden, aber da war jetzt nichts Interessantes drauf. Also oftmals hast du zum Beispiel, wie gesagt, eben so ein Mario, der dann durch so ein Wonderboy-Spiel irgendwie zieht oder Wonderboy, der durch so ein Mario-Spiel zieht oder irgendwelche kleinen Nicklichkeiten. In dem Fall war es nicht so, einfach ein langweiliges Modul. Ja, extrem viel habe ich jetzt nicht dafür bezahlt. Die Verkäuferin wollte 5, ich habe ihr 4 gegeben und damit konnte ich eben leben, also mit dieser rubbellos Gameboy-Modul-Niete. Nächsten Fund, den ich gemacht habe,
Da kann ich noch nicht mal so richtig nachvollziehen, in welcher Stadt ich war. Es war auf jeden Fall im Ruhrgebiet. Und in dieser Videothek, einer der seltenen Videotheken, die es noch gibt, war ich exakt vor einem Jahr schon mal. Ich glaube, es war in Carmen, Bergkamen, wie gesagt, ohne Gewehr. Ich war vor einem Jahr schon mal da, kann mich nicht erinnern, was ich da gekauft habe oder ob ich überhaupt was gekauft habe. Weiß nur, dass ich damals, glaube ich, Yakuza 2 für die PlayStation 2 für 17 € hab liegen lassen und irgendwie hatte mich das geärgert, hat mich verfolgt und als ich dann wieder in der Stadt war und erkannt habe, Mensch, Mann, da muss da in der Nähe noch diese Videothek sein, beziehungsweise schauen wir mal nach, ob die noch existiert. Und das tat sie tatsächlich wundersamerweise, obwohl die Preise so gepfeffert sind bei dieser Videothek. Musste ich da anhalten, habe mich da durch das Sortiment gewühlt und dann für ein paar Sachen entschieden. Angefangen mit einer wiederentdeckten Leidenschaft für John Woo und seine Filme, hatte, glaube ich, den Hintergrund. Ich habe mich irgendwie mit Kill Bill beschäftigt und was war denn hier? Lady Snowblood war es. Ich habe sie auch mit dem Regalblatt und mit Kill Bill beschäftigt und da war irgendwie die Vorlage Lady Snowblood. Dann habe ich mir den Film von Lady Snowblood nochmal angeguckt, den Manga tatsächlich geholt. Und dann habe ich irgendwie interessanterweise entdeckt, dass es halt so eine John-Woo-Vorlage oder zumindest mit John Woo Fat in der Hauptrolle einen Film gab, der die Vorlage zu Reservoir Dogs sein sollte. Dann habe ich mir da, weil es sonst so teuer gewesen wäre, die VHS besorgt und bin darüber irgendwie auf diesen Film gestolpert. Inhalt Jeffrey, ein international hochbezahlter Killer vom Money, hat bei seinem letzten Job aus Unachtsamkeit eine Sängerin schwer verletzt und seine Ehre verlangt es, dass er die Augenoperation bezahlt und entsprechende, sage ich mal, Jobs entgegennimmt. Klang ganz interessant. So oft laufen die auch nicht über den Weg. FSK 18, ne? Bezahlt oftmals halt so zusätzlichen Versand und für 5 € habe ich ihn dann mal mitgenommen. Einfach aus Interesse. Ebenfalls 5 €, obwohl ich da jetzt sehr zweifle, dass das ein Schnäppchen war, also auch eben wegen diesem Stempel, den ich vorher nicht gesehen hatte. Killer 7, ein Spiel, was ich schon länger haben wollte oder glaube ich teilweise sogar für den GameCube habe. Ich glaube, ist nur auf der PlayStation 2 und den GameCube erschienen. Ganz nettes, interessantes Spiel mit ja, wie soll man sagen, einer Grafik, die sich bisher gehalten hat. Ich weiß nicht, ob Cel-Shading der richtige Begriff hierfür ist, aber in einer ganz, ganz interessanten Optik und ganz interessante ja, sag ich mal, Spieloptionen finden den Killer in dir mit verschiedenen Leuten. Müsst ihr mal näher hier googeln. Ist wirklich ein ganz gutes Spiel, was den Zahn der Zeit so überlebt hat, was bei PlayStation 2 Spielen nicht unbedingt selbstverständlich ist. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass der irgendwie in sämtlichen Videotheken steht, die ich noch kenne. Hier bei mir in Solingen, in den Videogriechen, die haben den zwar für einen Zehner, aber in ungestempeltem Zustand. Und ich glaube, da ist noch so eine Videothek in Richtung Langenfeld. Die hat den auch für einen Zehner bei sich im Regal stehen. Jetzt knusche ich so mit den 10 guten Fünfer. Ist die Hälfte, aber der Zustand ist nicht so tippitoppi, aber ist ja für mich und fürs Zocken reicht es einfach. Weiter im Programm, bevor ich zu meinem letzten Flohmarkt-Schnäppchen komme, was ich so aufgetrieben habe. Wie ihr seht, die gute Chun-Li im Hintergrund, ne? So ein Light-Up-Gerät, wo schaltet man das aus? Hier, jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Die habe ich im, wie heißen die Läden, GameStop gefunden. Die hatten so einen kleinen Ausverkauf. Hat mich, glaube ich, knappe 5 € gekostet. Ich habe hier mal so ein bisschen Köperl erbietet, damit ich was für die Box habe und erkenne, was hier wieder reinkommt. 5 € gekostet und ich bin großer Street Fighter-Fan und da konnte ich nicht an dieser Figur vorbeigehen. Vielleicht ein kleiner Programmhinweis. Ich treffe mich tatsächlich morgen mit dem André von Comics-Fans 86 oder Team Comics-Fan 86 und mit dem mache ich mal wieder eine Sendung mit dem Themenbereich Street Fighter. Wer Bock hat, kann da mal auf dem Kanal reinschauen. Jedenfalls für einen Fünfer habe ich das mitgenommen und GameStop scheint sich eh in diese Richtung zu entwickeln, wo die mehr Merchandise verkaufen, was ich eigentlich auch ganz interessant finde. Haben jetzt auch tatsächlich so Retro-Konsolen im Angebot, im Sinne von so diese Retron-Dinger, wo du dann halt
deine NES-Kassetten reinstecken kannst. Oder ich glaube, auch so eine Mega-3-Version haben die auch, einfach um auf HDMI zu spielen. Finde ich sehr interessant. Die entwickeln sich halt weiter wahrscheinlich, weil die künftigen Generationen von Konsolen halt nicht mehr auf Datenspeicher setzen, sondern halt auf Downloads. Und ja, dann ist das halt eben so. Ne? Da muss man sich umorientieren als Laden. Einen anderen Fund, den ich gemacht habe in meinem holländischen Lieblingsladen, dem Actioni, Action meine ich natürlich, aber früher habe ich immer gedacht, die hieß Actioni, und zwar wieder ein Transformers-Fund habe ich dort gemacht. Eine richtig tolle Version von Megatron, so eine Art Headmaster hieß das früher, Return of the Titans-Serie ist das. Hier mit so einem kleineren, als Waffe habe ich dann dazu geholt, für 9,99 € gehörte er mir. Ist ein echt guter Preis, wenn man bedenkt, was Transformers so mittlerweile in den Läden kosten. Also hat mich sehr gefreut. Zudem gehörte ich auch noch zu den Kindern. Ich weiß nicht, das war immer so eine seltsame Sache mit den Transformers. Du hast hier damals nicht alle gekriegt, ob es daran lag, wie der Markt gestaltet war oder weil du bei den Spielzeugen einfach nicht alles sicherheitsgeprüft bekommen hast, wie dem auch sei, oder vielleicht welche so martialisch waren. Bei Megatron kann man das wirklich ganz genau erklären. Der hat sich in eine Pistole verwandelt, das hast du einfach hier nicht durchgekriegt. Ne? Und jedenfalls hatte mein erster Optimus Prime war der Power Master Optimus Prime, davor hatte ich keinen. Und mein erster Megatron tatsächlich war der Action Master Megatron, was sehr, sehr enttäuschend war eigentlich. Das war so eine kleinere Figur, die sich nicht so verwandeln konnte, so ein bisschen im Maßstab von den Star Wars Figuren. Und da bin ich halt immer froh, irgendwie als Erwachsener so eine tolle Version von Megatron zu bekommen. Ist halt nicht mehr so wie früher, die sind halt aus Plastik und wenn man die bespielen würde, glaube ich auch nicht, dass die so viel aushalten wie die Transformers früher, aber ist für Sammler einfach eine schöne Figur, kann man den Kopf abnehmen und auch einfach tauschen. Was mich halt noch so ein bisschen begeistert hat, einer meiner Lieblingstransformer von früher war Blitzwing. Das war auch so ein Decepticon, einer der Bösen, war so in Beige gehalten, war ein Triple Changer. Den habe ich damals noch in der Groka oder hier, wie das auch hieß, hier bei uns in der Stadt bekommen. Er konnte sich eben, Triple Changer konnte sich in drei Sachen verwandeln. Gut, er ist ein Roboter, konnte sich dann aber noch in ein Flugzeug und in einen Panzer verwandeln. Und lustigerweise wertet das die Figur für mich noch mehr auf, weil das halt die Möglichkeiten hat von diesem beschriebenen Blitzwing, weil der gute Megatron kann sich eben noch in einen Panzer und noch zusätzlich in ein Flugzeug verwandeln. Da bin ich echt begeistert um dieses Schnäppchen für einen Zehner. Letzte Flohmarkt-Schnäppchen. Ich war dann tatsächlich auf einem meiner Lieblingsflohmärkte, da fieber ich richtig drauf hin dieses Jahres. Und der andere wäre gewesen der Adventsflohmarkt in Hahn, auf dem ich dann nicht war, weil das Wetter so scheiße war und ich gesehen habe, dass da auch kein Mensch ist. Beziehungsweise ich dann auf der Rückfahrt dann keine Lust mehr hatte, da vorbeizufahren, weil du schon von der Straße aus sehen konntest, dass da in den Gassen nichts stattfindet. Vielleicht wurde der abgesagt, ich weiß es nicht. Stattdessen gab es irgendwie eine Platten- und CD-Börse, auf die ich eigentlich auch gehen wollte, aber es irgendwie verschnarcht hatte. Naja, wie dem auch sei. Ich bin dann halt nur auf den anderen Markt gegangen. Auf diesen Tag hatte ich mich echt gefreut. Da dachte ich, boah, Wahnsinn, erst auf den Netzwerkflohmarkt ausgefallen und dann auf den Flohmarkt in der Wuppertaler Unihalle, angeblich dem größten Hallenflohmarkt, der im Bergischen Land so stattfindet. Letztes Jahr gab es ja diese Schneekatastrophe, in die ich hineingeschlittert bin, die mich komischerweise immer noch sehr vergnüglich stimmt, wenn ich darüber nachdenke. Dieses Jahr gab es einfach nur Regen und trotzdem war das ein sehr netter Markt für mich. Ich habe halt diesen netten Verkäufer mit dem Videospielstand, der auch wieder einen richtig tollen Stand hatte, gesehen von weitem. Hat mir aber dann gesagt, boah, nee, da gehe ich später vorbei, weil sonst wäre ich da mein ganzes Geld los. Leider habe ich dann auf dem Rückweg vergessen, da vorbeizuschauen. Also liebe Grüße, falls du es siehst, tut mir leid. Ich hatte aber auch nicht mehr wieder nicht mehr so viel Geld da. Ich habe an anderen Ständen tatsächlich noch was anderes gefunden. Und das ist auch so eine Sache an so einem Stand, dir was zu kaufen. Klar ist vielleicht so eine Freude, wenn du so ein Spiel entdeckst, was dir noch fehlt. Andererseits, ich bin also auf Flohmärkten halt auch irgendwie wegen der Jagd. Deswegen gehe ich auch nicht so gerne auf Börsen. Das ist wirklich wie dieses besagte Fischen in einem kleinen Teich. Du holst das Zeug einfach aus, da habe ich wenig Spaß dran. Lieber wenige kleine Franzosen finden, als den Kauf, den dir einer geschenkt hat. So ist das halt irgendwie. Und was habe ich halt entdeckt? Angefangen haben meine Funde mit diesen beiden Spielen, ja, nichts Besonderes,
einmal so ein Skispiel, sprich Snowboard-Spiel, Alpine Racer 3 von Namco. Namco, eine sehr gute Firma, noch zu PlayStation 2 Zeiten. Wird wahrscheinlich auch ein ganz, ja, ganz vergnüglicher Racer sein. Allerdings werde ich, glaube ich, der Versuchung widerstehen. Das Ding ist original verpackt, hat noch hier diese PlayStation 2 Linie hier dastehen. Das lasse ich einfach so, weil mein Herz jetzt nicht so unbedingt da pocht, dieses Spiel mal auszuprobieren. Aber die Kuriosität natürlich klasse ist, noch ein original verpacktes Spiel bei sich im Regal stehen zu haben als bekloppter Sammler, warum auch immer. Ähnlich ist es hier bei dem Spiel. Ich habe noch eine ganz interessante, ich glaube, der YouTuber heißt SNES Drunk. Kleine Zusammenfassung über die besten Super Nintendo Fußballspiele oder die schlechtesten Super Nintendo Spiele gesehen, und dann ist mein Herz halt aufgelodert. Es war halt zu der Zeit so, meine Generation, die haben nicht unbedingt so an Rollenspielen gehangen damals und direkt, sondern der Grund, eine Konsole oder einen Mega Drive zu besitzen, den ich hatte, war einfach Fußball zocken zu können, und das zog sich bis in die Zeiten der PlayStation irgendwie rein. Und ich finde es immer noch skurril, mal so ein altes Fußballspiel einzulegen. Die meisten verdrehen dann die Augen, Fußballspiel, was soll's, ich habe Spaß dran. Und habe diese Skurrilität halt mitgenommen. Chris Camara Street Soccer, kenne ich nicht, Chris Camara, bin ich ganz ehrlich, habe ich wahrscheinlich die englische Liga nicht so intensiv verfolgt früher. Und es ist halt so ein Straßenfußballspiel, Straßenfußballturnier, du guckst vorne drauf, hast den Typen hier im Stadion beim Spiel irgendwie vorne abgebildet und drehst das halt um, und dann sind so ganz komische Areale vorhanden, also vom Grand Canyon im Hintergrund bis auf so ein Hochhausdach kannst du dann Straßenfußball irgendwie spielen. Ganz nett, werde ich wahrscheinlich aber auch verpackt lassen, weil es auch eben diesen Streifen hat, einfach nur aus Sammlerwert und Retro-Erinnerung, oder wenn ich jemanden vorführen will, so sahen mal original verpackte PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele aus, obwohl ein, zwei davon habe ich auch noch im Regal stehen. Nächster Fund ist ein Comic-Fund, der eine größere Bedeutung hatte, als ich dachte, und zwar hier von Marc-Antoine Mathieu, Gotthöst selbst, sehr nette, sehr gute Graphic Novel, quasi bei einer, ich rede es mal vor, bei einer Volkszählung taucht ein kleiner alter Mann mit weißem Vollbart auf und gibt an, Gott zu sein, und daraus entstehen dann ganz seltsame philosophische Kapriolen. Gotthöst selbst, diesen Mann besitze ich zwar schon, allerdings bin ich großer Fan von dieser süddeutschen Zeitungsbibliotheksreihe. Gab es auch von der FAZ, aber die hat es mir am meisten angetan. Also gab es so diese blaue Edition, war glaube ich die erste, dann gefolgt von der roten, und dann gab es noch die weiße, in der irgendwie der Fokus auf Krimis gelegt wurde. Und was ich selber nicht wusste, damit habe ich diese erste Reihe an 10 Bänden komplettiert. Super, voll gutes Schnäppchen für 2 Euro. Ich habe nicht gehandelt, ich habe es direkt mitgenommen, habe dem auch dann irgendwie erzählt, ob er es wissen wollte oder nicht, dem Verkäufer. Mensch, das habe ich zwar schon, aber ich hier das Format, das finde ich so super toll. Komischerweise habe ich die Erfahrung gemacht, manche von diesen Bänden sind richtig günstig, aber man kann es halt nicht verallgemeinern. Andere von denen sind teurer als die reguläre Ausgabe. Was vielleicht auch nachvollziehbar ist, weil die wahrscheinlich nicht in so einer hohen Auflage gedruckt wurden, wie vielleicht die Originale. Ja, muss man mal gucken, aber ich bin begeistert davon und war eine schöne Ergänzung. Letzter Schnäppchenfund des Jahres quasi, muss man sagen. Pool. Alle schalten weg, was kauft er sich für Spiele, der Vollhorst. Ja, es ist ein Super Nintendo Spiel, es ist ein original verpacktes Super Nintendo Spiel mit Einleitung, pipapo, das beste, laut Packung, das beste Poolspiel, was es auf der Nintendo gibt. Verkäufer wollte 12 Euro, ich habe ihm 10 Euro angeboten, war ein netter Kerl, hat er mir für 10 Euro mitgegeben, hat gesagt, hast du noch die alte Konsole? Habe ich gesagt, ja, dann meinte der, viel Spaß beim Zocken, den werde ich auch noch haben. Bei Nintendo-Spielen, also generell NES und Super Nintendo oder Nintendo 64 sammle ich zwar auch alles wieder, aber da steht mir nicht so unbedingt der Sinn nach den Pappschachteln. Natürlich ist das für andere der heilige Gral, ich brauche es nicht. Ich bin jetzt so kein Mint-Sammler, aber da dachte ich mir, so als Jux auf diesen Flohmarkt hatte ich mich auch gefreut und wahrscheinlich so einer der wenigen Flohmärkte, wo ich was kaufe, um es mitgenommen zu haben. Ja, wie gesagt, letztes Schnäppchen.
Ich treibe mich derzeit ungewohnterweise wieder oft auf Versteigerungen herum, also sei es von irgendwelchen Fundbüros oder hier regulär stattfindenden Versteigerungen. Die letzte, die ich mitgenommen habe, da war ich das letzte Mal mit meinem Cousin zusammen, das war im Fundbüro in Düsseldorf, habe ich nur zufällig mitgenommen, weil ich irgendwie früher freimachen konnte und dann bin ich da noch vorbeigeschlendert, habe gar nichts gekauft, aber habe mich wieder köstlich amüsiert. Jährlich, glaube ich, ist es so, dass das Fundbüro in Düsseldorf eine Versteigerung aufführt und ich glaube, das sind die Angestellten oder ehemaligen Angestellten, da ist so ein älterer Herr, der ist der Auktionator, also alles nicht so professionell, was ich gerade fasse, und der ältere Herr, der ist echt süß, aber ich glaube, so mit dem Auktionsverkaufsjob so ein bisschen überfordert, der hält immer so ein Mikro in der Hand und die Hälfte der Zeit hält das irgendwie hin und redet vor sich hin und findet meistens an den Waren die sage ich mal die größten Angaben oder sonstiges nicht und so alle Nasen lang bekommt ruft einer von den Raum ins Mikro sprechen oder irgendwann ist es der Dame, die ihm dabei hilft, irgendwie wann zu bunt und dann guckt sie danach und hält es dahin und hast du nicht gesehen und da treffen Profihändler auf Amateure und es ist eine ganz lustige Atmosphäre, allerdings hat da kaum was mein Interesse geweckt. Ich hatte kurz überlegt, bei einem Mini-Disc-Player mitzusteigern, aber dann ist der mir doch für zu teuer Geld weitergegangen, hat mich allerdings köstlich amüsiert und was für Sachen die verkaufen, also Hörgeräte haben die gefunden. Letztes Jahr hatten die so eine riesige Box, wer bleibt, lass das stehen, von Baustellen, von Malerleuten. Es ist schon eine Gaudi und da werde ich jetzt wahrscheinlich den Winter mit rüberkriegen, eher so auf Versteigerungen zu gehen, wenn welche stattfinden, als auf Flohmärkte. Ein paar werde ich mitnehmen. Das heißt, diese Sendung werdet ihr wahrscheinlich doch früher sehen oder ungewohnt früher sehen, als ihr gedacht habt. Hab wieder so ein paar Videoprojekte im Kopf, die ich hoffentlich endlich mal umsetzen kann, sprich wie meine Hörspielsammlung. Ich mache mit dem André von Comicsfang 86 immer regelmäßig was. Einmal im Monat mit dem Malte mache ich bestimmt auch nochmal wieder was, wie unsere letzte Comic Review Show. Und habe mir auch unbedingt vorgenommen, ich weiß gar nicht, wo ich sie hingetan habe. Ich habe mir eine richtig große Kiste an Hasbro bzw. Mattel Retrofiguren, Wrestling Retrofiguren geholt, die ich auf jeden Fall reviewen möchte. Vielleicht die eine oder andere Masters oder Transformers Review. Da werdet ihr, glaube ich, genug Entertainment in den nächsten Wochen bekommen, bevor es dann wieder zu Flohmarkt-Schnäppchen des Nerds kommt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, auch den regelmäßigen Zuschauern, dass ihr immer dabei seid und kommentiert und auch bitte Daumen hoch haltet. Da weiß ich auch Bescheid, dass Leute die Sendung halt noch gucken wollen und dann noch gucken. Das ist immer sehr wichtig, weil wir sonst gar kein Feedback kriegen. Wir sind ja nicht monetär geschaltet oder gar nichts. Das heißt, dass wir arbeiten quasi für eure Daumen rauf. Also bitte dann denken, das da zu lassen, falls ihr die Sendung guckt und mögt. Und ich hoffe, euch alle im nächsten Jahr oder auch bei den nächsten Sendungen wiederzusehen. Vielen Dank nochmal. Gehabt euch wohl. Schöne Feiertage. Schönen Übergang. Schöne Feiertage. Weihnachten. Macht es gut. Wie man wohl nur unschwer erkennen kann, habe ich zum Ende des Jahres hin nochmal ordentlich zugeschlagen bei den Hot Wheels und Matchbox. Was für mich ein bisschen erstaunlich ist, dass quasi Hot Wheels und Matchbox so 50-50 vertreten sind. Normalerweise kommen bei mir auf 10 Hot Wheels so ein Matchbox-Gefährt. Aber das Line-Up, das Matchbox gerade hat, gefällt mir sehr. Also sehr viele Oldschool-Autos, sehr schöne Formen, interessante Farben, also die nicht so gängig sind. Da habe ich dieses Mal einfach zuschlagen müssen. Ansonsten die Highlights der letzten Wochen sind für mich halt diese Spider-Woman und She-Hulk-Gefährte. Da habe ich, glaube ich, schon mal die scharlachrote Hexe, The Scarlet Witch, irgendwie geschossen. Für 3 Euro im Real. Ganz nette Gefährte. Ich bin ja sonst kein Freund dieser, sage ich mal, Luxuslinien und einfach dieser Autos, wo einfach ein Bild drauf geklatscht ist. Aber ich finde das Comic-Format halt recht schön. Also die Bilder, diese Oldschool-Bilder, die draufgehauen haben, 80er Jahre, finde ich sehr, sehr, sehr nett. Und hier besonders den She-Hulk-Wagen, einfach weil es ein Custom 77 Dodge Van ist, also kein Fantasiegefährt. Gefällt mir sehr, aber natürlich dieses erstaunliche Panoramadach hier oben, das geht natürlich davon ab. Wie erwähnt, hier die sind komplett aus Metall und haben sogar Gummireifen, was die Wertigkeit natürlich ein bisschen erklärt, beziehungsweise einen etwas höheren Preis. Hier genauso bei der Spider-Woman, hier in dem Fall ein Fantasiegefährt, der Quick Delivery, aber die Linie ist ganz nett und wirklich das Bild, das ist sehr, sehr gelungen. Andere Highlights sind natürlich die ersten 2019er Fahrzeuge, die ich entdecken konnte, angefangen mit diesem Tricera-Truck. Das war das erste 2019er Gefährt, was ich entdeckt habe.
Außergewöhnlich, ganz witzig. Es hat so ein Funny-Fahrzeug, so eine Art Street Beast aus der Dino Riders-Reihe. Und ja, am zweithäufigsten von den 2019ern, die mich interessiert haben, ist das erste, in Anführungsstrichen, neue Batmobil. Kommt mir auf den ersten Blick gar nicht so bekannt vor. Also könnte mal eine neue Linie sein, obwohl da kann ich mich täuschen. Die haben halt wieder nur eine Wiederauflage gebracht. Hier mal ein ausgepacktes Gefährt. Unten Metall, oben Plastik. Ist immer schwierig, aber in dem Fall ist es ganz gelungen. Auch wegen der Formen des Fahrzeugs ist das wahrscheinlich ganz gut umgesetzt worden. Mal zu gucken. Hier die 2019er Batman 2019. Bin gespannt, was uns da bevorsteht. Ob es einfach wieder Recycling ist oder ob es doch das ein oder andere neue exklusive und gute Batman-Fahrzeug gibt. Ja, auch ganz häufig sind diese Enterprise-Modelle. Die gab es halt schon mal vor ein, zwei Jahren. Gar nicht mal so schlecht geworden. Aber ist halt eine Videoauflage. Hätte ich mich vielleicht über eine TNG Enterprise ein bisschen mehr gefreut, beziehungsweise ich warte ja immer noch, ich werde es nicht müde zu erwähnen, auf eine Kampfstern Galactica Veröffentlichung. Hier ist das Gefährt nicht so ganz sauber, aber ist halt auch ein Hartgeldgefährt. Das, was ich allerdings hier störend finde, ist hier diese aufgestanzte Nummer an der Untertasse. Das hätte man eventuell anders lösen können, hierhin verschieben. Da stört es mich doch irgendwie, keine Ahnung. Aber man stellt es auch auf diesen kleinen Ständer. Und dann wird das wahrscheinlich auch von unten eh nie gesehen werden, wenn man nicht damit spielt, wie ich es tue. Naja, bisschen seltener, wo ich richtig suchen musste. Also, das ist hier dieser aus der Diamonds Are Forever James Bond Reihe, Forever, Forever, Forever. Screen Time 4 von 10 ist dieser 71er Mustang Mach 1. Sehr, sehr schönes Gefährt, sehr schöne Farbe. Gefällt mir wirklich gut. Hier auch die Felgen sind auch besonders. Kann ich nicht genug mich lobend drüber äußern. Also ist eines der Gefährte, was mir hier so am besten gefallen hat, aber wirklich das Seltenste. Wahrscheinlich werden die dann total häufig sein in den kommenden Wochen und Monaten, aber der hat mir echt Schwierigkeiten bereitet, den zu finden. Und ich wusste auch lange Zeit nicht, ob der wirklich draußen ist. Ja, was habe ich sonst noch mitgenommen? Das zeige ich mal in der Masse. Hier noch ein paar Screamtime-Gefährte, der von 2018, Cruella de Vil, das Minions-Gefährt, noch ein, zwei Batmobile zur Sicherheit, ob ich die in guter Packung und der richtigen Farbe noch habe, der Varianz. Apropos Farbvarianten, auch von alten Gefährten, der Lamborghini Countach Pace Car, ob ich es so richtig ausgesprochen habe, als Polizeiversion, den ich von den Transformers so her kenne, den hatte ich bis jetzt, glaube ich, in Rot. Hier das gleiche hier mit dem Zoom-In für die Action Pro GoPro-Kamera, meine ich, die es bis jetzt in Schwarz gab, habe ich mir in Weiß mitgenommen und den gab es, glaube ich, auch in einer anderen Farbvariante von Experim Motors, den Skull Shaker, wo sich das Figürchen in der Mitte bewegt, wenn man das Gefährt fährt. Ja, andere Seite, ich muss mal hier rumgehen, weil es da doch einiges in der Masse ist. Sehr gefallen haben mir die beiden hier. Das ist halt zu diesem 50-jährigen Jubiläum erschienen, sieht man hier in einer anderen Packung. Mir fällt diesmal halt auf. Normalerweise ist der Kniff dahinter gewesen, diese blaue Lackierung, diese dicken Silberfelgen und darunter dieses Orange. Bei dem hier fällt mir auf, dass der unten schwarz drunter ist. Kann eine Variante sein, muss aber nicht. Jedenfalls haben mir die beiden halt sehr gefallen, weil es auch wieder wirklich richtige Fahrzeuge sind. Der 70er Roadrunner und der 70er Ford Escort. Beides sehr, sehr schicke Gefährte. Und ich glaube, jetzt haben sie es mittlerweile auch auf eine andere Farbvariante umgestellt. Ja, angefixt von so einem Zuschauer, der eben VW sammelt, habe ich mir da auch ein paar mitgenommen. Zur Sicherheit nochmal, also eine Verpackung zu haben, weil das auch ganz, ganz witzige Gefährte sind. Also hier dieser cool Kombi gab es ja schon lange in anderen Farbvarianten. Jetzt bereue ich es eventuell, dass ich den nicht in Dunkel geholt habe, aber ich finde, die Bemalung holt das richtig ab, dieses Hippie-Cartoonige. Und auch hier dieser Dragster Toon Volkswagen Beetle ist eben stark. Apropos, dann gehe ich doch auch mal zu den Matchbox über. Hier der Beetle, ganz, ganz klassisch, zwar nicht in Gelb, aber im schönen Blau mit Anhänger. Wunderbares Gefährt. Hier eben von Matchbox war ein Highlight für mich aus der Serie. So, jetzt gehe ich doch noch einmal rum, um die Highlights rauszupicken.
Dazu gehörte für mich auf jeden Fall auch dieses Gefährt, der Volkswagen Type 34. Was steht hier? Carmen Gia. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also von der Linie her auch so ein ganz oldschool Gefährt, oldschool Cabrio. Wunderschönes Teil, auch in diesem Silber. Klasse. Wirklich klasse, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Eine Änderung, die sich halt auch ergeben hat bei diesen neueren Matchbox-Gefährten, wie ihr seht. Ich habe ja immer gesagt, die Matchbox gucken von rechts nach links und die Hot Wheels von links nach rechts. Das stimmte, aber komischerweise das Bild bei den Matchbox, das zeigte immer in die andere Seite. Bei den neueren Linien haben sie das geändert und jetzt guckt das Fahrzeug auch in die Richtung, wo das Fahrzeug selber unten drin ist. Hier auch so ein sehr schöner Truck. Feuerwehrmobil. Und hier ein Gefährt, was es, glaube ich, seit 30 oder längeren Jahren so in der Form gibt. Der Oldsmobile Vista Cruiser in so einem großartigen Bonbonrot. Ich kann es nicht, ich komme nicht drüber weg. Also die Farbe ist so scheußlich, dass sie richtig geil ist. Und wie gesagt, das Modell gibt es seit 100 Jahren, seit meiner Kindheit und darüber hinaus schon in dieser Form mit den beiden hässlichen Hunden, die rausgucken. Wunderbar, da kann man nicht vorbeigehen, da geht einem das Herz auf. Andere schöne Mobile hier. Auch dieses Cabrio, gefolgt von dem Jaguar müsste es sein, ja, tatsächlich. Ha, mal was erkannt von dem Jaguar Cabrio. Und was habe ich noch nicht reingezeigt? Ach, dieser, was ist der, 30er? 33er Plymouth Sedan als Polizeifahrzeug. Stark, auch in dieser nichtssagenden Farbe. Der Jeep Wrangler, auch ein Klassiker. Was denen leider bei Matchbox nicht so gelingt, ist diese Holzoptik an der Seite. Aber kann man denen verzeihen. Vielleicht wäre das ein bisschen besser gewesen, wenn die das Fahrzeug hier ein bisschen heller gestaltet hätten. Dann wäre das nicht so aufgefallen. Naja, und auch schön in Bonbonfarben. Der Ford. Kleine Pickup. Und zu guter Letzt, den hatte ich auch schon, aber musste ich mitnehmen, weil ich nicht wusste, ob ich den zum Auspacken noch habe. Hier der Chevy Wagon 59er, ausflugsbereit mit dem Kanu und dem Gepäck. Danke fürs Zugucken, wir sehen uns wieder.